Herzlich willkommen bei dem ersten Livestream von Videomarketing TV. Unser heutiges Thema ist Werbung auf YouTube und YouTube bietet zahlreiche Möglichkeiten, dort zu werben. Und ich stelle Ihnen diese Stück für Stück vor, ein Stück weit ausgehend von Google AdWords. Wenn Sie das kennen, dann haben Sie schon mal eine gute Orientierung. Wenn Sie dort keine Erfahrung haben, ist das nicht weiter schlimm. Sie können das sicherlich auch nachvollziehen, ohne AdWords-Werbung zu kennen. Und wir fangen an mit den Möglichkeiten, wie sie geboten werden, nämlich zum Beispiel, indem Sie dort einfach ein Konto eröffnen. Und in dem Moment, wenn Sie ein Konto eröffnen und dort Videos hochladen bei YouTube, haben Sie schon einen Kanal. Und einen solchen Kanal schauen wir uns einmal an, und zwar den von unserem Videocounter. Und wir sehen hier oben YouTube/Videocounter, hier sind unsere Logos und Farben und hier sind natürlich auch unsere Videos. Und all das ist kostenlos und dadurch haben Sie bereits die Möglichkeit, auf YouTube zu werben. Jedoch ist das natürlich vielleicht ein wenig zu wenig, um wirklich Erfolge zu haben. Denn wenn Sie dort nur Ihre Videos hochspielen und zum Beispiel gar nicht eine Optimierung betreiben, dann ist es schon, dann haben Sie wahrscheinlich relativ wenige Abrufe. Und deshalb ist es eine gute Idee, dass Sie nämlich Ihre Videos optimieren. Sie gehen hin und bringen dort Ihre Videos nicht nur auf, sondern schreiben Keywords hinein, schreiben Phrasen hinein, analog Ihrer Webseite, so dass Ihre Videos hinterher gut gefunden werden können. YouTube gilt mittlerweile als zweitgrößte Suchmaschine direkt hinter Google. Und wir geben zum Beispiel mal ein, Urlaub Schweden. So. Und Sie haben dann hier Ergebnisse an dieser Stelle, diese Ergebnisse sind gerankt. Hier sind, wenn Sie auf die verschiedenen Videos schauen, Begriffe verwendet worden, wie zum Beispiel hier Urlaub in Schweden. Das heißt, solche Möglichkeiten können Sie für sich auch nutzen, indem Sie Begriffe hinterlegen. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt, wenn man jetzt auf ein solches Video klickt, dann sieht man hier am rechten Bildschirmrand assoziierte Videos. Diese Assoziation, die kommt über verschiedene Faktoren zustande. Also das ist so ähnlich wie bei Amazon. Menschen, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes Produkt gekauft. Das heißt, Menschen, die dieses Video gesehen haben, haben sich auch dieses Video angesehen, aber eben auch in Abhängigkeit der ähnlichen Begriffe. Dann sagt eben YouTube, dieses Video steht irgendwie thematisch in Beziehung zu dem anderen Video, was Sie dort sehen. Und dieser Effekt bedeutet, selbst wenn Sie nicht in der Trefferliste sind, also gut gerankt sind bei YouTube, sobald also jemand ein Video auf YouTube anschaut, haben Sie die Möglichkeit, dort über ähnliche Begriffe assoziiert zu werden und damit natürlich auch die Chance, einen Kundenkontakt zu generieren, selbst wenn Ihr Ranking nicht so gut ist. Auf der anderen Seite, bedeutet es, dass wenn Sie keine Begriffe hinterlegen, Sie auf eine riesige Chance verzichten. Das heißt, die Abrufzahlen Ihres Videos werden dann sehr niedrig ausfallen. Sie sollten also unbedingt dort Keyword-Optimierung betreiben. Wir gehen nochmal zurück. Dann sehen wir eine weitere Form der YouTube-Werbung, und zwar analog der Google AdWords sehen Sie hier Anzeigen. Das heißt, Sie steuern Ihre Anzeigen auf YouTube über Ihr AdWords-Konto und können nun ein Video, was Sie zuvor auf YouTube veröffentlicht haben, für eine Anzeige nutzen. Und das finden Sie genau hier oben. Das heißt, Sie hinterlegen dort analog zu einer AdWords-Kampagne, die auf Google erscheinen soll, entsprechend Keywords, zu denen Ihr Video gefunden werden soll. Und dann, wenn dann jemand dieses Video auswählt und klickt und sich das also anschaut, dann erst werden Kosten fällig. Das heißt, hier haben wir es auch wieder mit einem Cost per Klick zu tun, aber nicht der Cost per Klick zu Ihrer Homepage, sondern der Start Ihres Videos, der wird dann
bezahlt dafür, fallen dann in diesem Modell, im Falle der YouTube-Werbung, die suchabhängig erfolgt, fallen Kosten an, wenn jemand das Video startet. Ich habe hier nochmal das so ein bisschen schematisch aufgebaut. Wir haben nämlich bei einer Ergebnisseite auf YouTube neben den Sponsored Links, die wir schon kennengelernt haben, und den Suchmaschinen oder suchoptimierten Videos, die kostenfrei gestartet werden können, haben wir auch noch normale Anzeigen. Das heißt, Sie können auf YouTube nicht nur über Videos werben, sondern Sie können im Rahmen einer Google AdWords Kampagne, zum Beispiel Banner oder auch Textanzeigen, im Rahmen des früher als Content Match bekannten Modus auf YouTube gezielt veröffentlichen. Sollten Sie Ihre AdWords-Kampagne relativ breit aufgebaut haben, erscheinen Ihre Anzeigen wahrscheinlich sowieso schon auf YouTube, aber Sie können auch ganz gezielt sagen, ich möchte ein Banner oder ich möchte auch ein Video oder ich möchte eine Textanzeige nur auf YouTube schalten. Sie wählen also dann innerhalb Ihres Google AdWords-Konto YouTube als Reichweitenpartner aus und lassen dort Ihre Anzeigen laufen. Was ich erwähnen muss, weil wir ja auch in dem Bereich der kostenlosen Werbung sind, das ist ja etwas, was viele Menschen interessiert, wenn Sie Videos veröffentlichen, ob Sie das bei YouTube tun oder auch auf anderen Portalen, dann werden die durch Google indexiert. Das hat sich, glaube ich, schon ein Stück weit herumgesprochen, aber es ist tatsächlich so und es bringt immer wieder erstaunliche Rankings und Sie können damit dafür sorgen, dass Ihre Botschaften in Form ihrer Videos auf Google und Co. gelistet werden. Wir sehen das hier in der Ergebnisliste, also da gibt es durchaus verschiedenste Ergebnisse, die über Videos kommen. Und das können dann eben auch Ihre Videos sein. Die können auf der Homepage sein, die können bei Dailymotion sein oder bei Clipfish oder eben bei YouTube. Und wenn Sie Videocounter nutzen, dann kann das dann eben so aussehen, dass Sie also mit Ihrem Video viele, viele, viele Male bei YouTube gelistet werden, sondern Sie sind dann unter Umständen in der Ergebnisliste gleich 10-mal. Das klappt natürlich nicht, wenn Sie Ihren Upload auf YouTube beschränken, aber der Vollständigkeit halber erwähnt, wenn Sie das mit videocounter.com auf bis zu 60 Portale hochspielen, sind Ihre Videos breit gestreut und Sie finden sich entsprechend oft in der Ergebnisliste wieder. So, jetzt nähern wir uns einem Bereich, der sich immer weiter entfernt von dem, was wir in der Vergangenheit über Google AdWords kannten, nämlich, dass man sogenannte Pre-Rolls schaltet. Pre-Rolls, das sind kleine Werbeclips, stelle ich gleich näher vor. Und das ist schon fast ein Stückchen wie Fernsehwerbung. Und Fernsehwerbung, das hat man ja als meinetwegen mittelständisches Unternehmen oder als kleines Unternehmen noch gar nicht gemacht. Man kennt vielleicht Kinowerbung aus dem lokalen Bereich. Im Grunde könnte man sagen, in dem Moment, wo das Internet und Fernsehen immer mehr zusammenwachsen, das passiert ja gerade, somit also YouTube immer fernsehähnlicher wird, desto mehr kann man auch diese Form der Werbung als Fernsehwerbung betrachten. Und wir schauen uns das einfach mal an, was sich dahinter verbirgt, und sehen uns dazu einen Clip an von dem Dr. Viereck. Der Dr. Viereck, der ist bei YouTube in Deutschland und war schon mehrfach Gast auf unserer Videomarketing-Konferenz. Darüber hinaus bieten wir eben seit einiger Zeit neue Pre-Roll-Formate an, um quasi auch etwas anzubieten, was über den Marktstandard letztlich hinausgeht. Und was ist das? Die sogenannten TrueView Pre-Rolls sind letzten Endes eine Möglichkeit, Werbung auch vor Partnerinhalten auszuspielen. Die Nutzer haben aber die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit diese Werbevideos wegzuklicken. Das heißt, sie sind nicht gezwungen, diese Werbung bis zum Ende anzuschauen. Das Charmante ist, der Werbekunde zahlt nur, wenn diese Pre-Roll-Videos auch bis zum Ende angeschaut werden. Wir haben in Deutschland viele Partner, wie zum Beispiel D-Max, Sport5,
Automotor, Sport und viele andere, die ihre sehr speziellen Inhalte bei uns bereitstellen und wo wir natürlich Werbung platzieren können, beispielsweise in Form von Pre-Rolls oder TrueView Pre-Rolls. Und da können wir natürlich in der Zwischenzeit aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Partner auch sehr individuelle Pakete für unsere Kunden, unsere Werbekunden zur Verfügung stellen. Also schauen wir uns das nochmal an. Wir haben also auf YouTube Videos. Diese Videos sind zum Teil mit Werbung belegbar. Aber was der Dr. Viereck eben gesagt hat, ist mit Inhaltepartnern. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie ein Video auf YouTube veröffentlichen, können Sie sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass in meinen Filmen Werbung gezeigt wird. Wenn Sie das nicht tun, erscheint bei Ihnen keine Werbung. Das heißt eben auf der anderen Seite auch, wenn Sie sagen, Mensch, das sind aber tolle Inhalte, vor denen möchte ich auf YouTube werben, dann geht das eben nur dann, wenn der entsprechende Videoherausgeber damit einverstanden ist, und unter Umständen gibt es diese Möglichkeit dann eben nicht. Dann schauen wir weiter. Sie haben einen eigenen kleinen Werbeclip und der wird jetzt vor dieses Video gelegt. Das heißt, derjenige, der das Video sehen möchte, muss zunächst einmal Ihre Werbung sich anschauen. Wir haben dann zwei Möglichkeiten, dass auf Ihre Webseite dann verlinkt wird. Sie haben zum einen natürlich die Pre-Roll, aber die ist ja irgendwann zu Ende. Das heißt, die Sorge ist natürlich, jemand sieht Ihre Werbung, sieht den Film, den er ursprünglich schauen wollte, und damit hat er die Werbung, Ihre Werbung vergessen. Und deshalb ist es eine sehr gute Idee, ein sogenanntes Begleitbanner zu Ihrem Clip, zu Ihrer Pre-Roll zu hinterlegen. Und dieses Begleitbanner steht dann am Bildschirmrand und ermöglicht es dem YouTube-Nutzer auch nach Ansehen seines Films noch auf Ihre Werbung zu klicken. Dieses Begleitbanner erzeugt keine Zusatzkosten. Man muss es halt machen. Und es entstehen auch keine Kosten für den Klick auf Ihre Homepage, sondern, und das ist der Unterschied, für die Auslieferung Ihres Videos. Und diese Auslieferung wiederum, die ist anders geregelt als bei den meisten anderen Plattformen. Also die meisten anderen Videoportale bringen zunächst einmal für alle möglichen Videos Werbung, ob die Herausgeber das wollen oder nicht. Wie gesagt, bei YouTube kann man als Herausgeber wählen. Wenn man das bestätigt, bekommt man auch Einnahmen davon. Das ist die Motivation dabei. Mancher lebt sogar schon mittlerweile davon. Wenn dann Ihre Werbung angespielt wird, dann ist es aber so, dass dieses Anspielen Ihres Clips noch kostenlos ist, sondern, und das ist der andere Begriff, den der Dr. Viereck verwendet hat, das muss ein TrueView sein. Und ein TrueView bedeutet, man hat die Chance, eine Werbung wegzuklicken. Und nur wenn Ihre Werbung nicht weggeklickt wird, dann ist es kostenpflichtig. Ich weiß, dass viele, die an YouTube-Werbung denken, immer noch Sorge darum haben, dass die Werbung vielleicht nicht gezielt genug platziert werden kann. Aber man kann eine YouTube-Kampagne relativ genau ausrichten auf bestimmte Zielgruppen. Welche Möglichkeiten da bestehen, gehen wir da nochmal auf die Präsentation und überlegen mal, wie wir die Zielgruppe erreichen können. Das ist jetzt keine besonders schöne Folie, aber sie zeigt ziemlich genau, wie man eine Kampagne qualifizieren kann. Nämlich, man kann zum einen sagen, ich möchte nur Nutzer erreichen, die ein bestimmtes Alter haben oder männlich oder weiblich sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß YouTube das? Also das geht nur zum einen, wenn die Nutzer, die Videos abrufen, eingeloggt sind, und dann kann YouTube auf der Basis der Eigenangaben hier feststellen, das ist eine Frau im Alter zwischen 20 und 40. Man kann auch die Regionalität auswählen, das heißt, so wie Sie das bei Google AdWords kennen,
können Sie sagen, ich möchte nur in Deutschland werben oder ich möchte nur in einer bestimmten Stadt werben. Meine Pre-Roll soll nur dann ausgespielt werden, wenn derjenige, der am Bildschirm sitzt und jetzt diesen Clip abruft, aus einer bestimmten Stadt oder aus einem Bundesland oder aus einem Land kommt. Das basiert auf der IP-Erkennung, das heißt, die Regionalität wird dann an den Einwählservern festgemacht. Das klappt also auch relativ gut. Dann gibt es noch den Aspekt der Zuschauerinteressen. Auch dazu muss der Nutzer wieder eingewählt sein. Und zum einen kann man selber sagen, welche Interessen man hat als Nutzer, also wofür man sich so interessiert. Zum anderen aber trackt YouTube/Google mit, welche Art Videos der Nutzer sich in der Vergangenheit angeschaut hat, und daraufhin wird ein Interessenprofil kreiert, und anhand dieser Interessen wird ihm dann möglichst passende Werbung in die Clips hineingespielt. Was ich allerdings am griffigsten finde, ist, dass man hingeht und sagt, ich wähle Videos aus, in denen meine Pre-Roll erscheinen soll, also jetzt nicht vom Zuschauer ausgegangen und geschaut, sondern vom jeweiligen Beitrag ausgegangen, nämlich, dass ich sage, dieses Video hat ein bestimmtes Thema. Und dort finden sich sehr viele Rubriken, also Autos und Fahrzeuge, Gesetze, Finanzen, Nachrichten, Reisen, Orte der Welt, Online-Communities, da kann man sich also die passenden Rubriken aussuchen und dann nochmal tiefer gehen, also innerhalb der Rubrik Unternehmen und Industrie, das habe ich hier fett markiert, ich mache es nochmal kurz etwas groß, kommen Sie dann zu diesen ganzen Unterrubriken. Das heißt also, da können Sie sagen, ich möchte innerhalb von Unternehmen und Industrie dann nur Energie- und Versorgungsunternehmensthemen, Gastgewerbethemen bedienen. Da frage ich mich manchmal, wie genau das eigentlich so sein kann. Und es hat, wenn Sie es sehr spezifisch einstellen, also wenn Sie sagen, ich möchte Männer in einem bestimmten Alter aus der Region und zu dem und dem Thema nur mit meiner Pre-Roll bewerben, dann kann es sein, dass Ihre Anzeige kaum zur Auslieferung kommt. Also dann sind Sie auf jeden Fall von der Reichweite schnell enttäuscht. Jetzt gehen wir einfach mal nochmal in die Präsentation, denn wir haben hier jetzt schon das Fazit. Wir sind also gleich auch am Ende der Sendung. Und wir können jetzt wie folgt festhalten. Wir haben mit YouTube, weil es ein Massenmedium ist, Sie haben die Zahlen gerade nochmal gesehen, millionenfache Abrufe jeden Tag, haben wir eine hohe Reichweite. Das kann keiner mehr bestreiten. Und Sie können bei dieser hohen Reichweite auch Ihre Zielgruppe relativ gut auswählen mit Hilfe Ihrer Pre-Roll-Ausrichtung, wie ich das gerade beschrieben habe. Sie haben hier eine große Werbewirkung, denn selbst wenn Ihr Video und Ihr Clip immer wieder geskippt wird oder häufig geskippt wird, der Anfang bleibt bei einer gewissen Wiederholung dann doch irgendwann mal hängen. Und der Image-Faktor ist ungemein, denn derzeit werben auf YouTube vor allem sehr große Marken, also Nivea, Audi, Reiseveranstalter. Und Sie könnten auch für ein kleineres Budget dort sich einreihen und dort, wo gerade noch Beiersdorf geworben hat für Nivea-Produkte, können Sie mit Ihrer lokalen Schreinerei oder für ein Reiseangebot werben. Sie können Ihre Zielgruppe relativ gut einrichten und Sie können unerwünschte Werbeträger ausblenden. Sie haben zudem die Möglichkeit, sehr flexibel Ihr Budget einzurichten. Das heißt, das muss nicht Unmengen kosten. Sie können analog zu Google AdWords sagen, ich möchte am Tag nur 5 Euro ausgeben, und dann wird das entsprechend so durch das Google AdWords Konto verwaltet. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schaue nochmal in das Chatforum. Wir sind ansonsten am Ende der Sendung.